Hallihallo, Hallöchen, ich bin wieder Red Dead Redemptions und wir werden gleich mal weitermachen hier mit unseren Missionen, würde ich sagen. So, wo ist er denn? Auf der anderen Seite? Was macht er denn da wieder? Hat er da wieder irgendwelche Mädels drin oder? Arthur. Jo. Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. Mann, ruhig, Brauner. Was ist los? They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's Was? Talk of hanging him. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? Oh man, ich will den nicht retten. No, das ist ein Trottel. I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Na schön, meine you okay, Güte. Lenny? Okay, yeah. Lenny. Of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Ach man, das ist überhaupt nicht lustig. Okay, soll ich den hinterher? Na komm, ich reite vor. Ich weiß ja, wo es lang geht. Hier lang, glaube ich. Ruhig. Oh. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off him. What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worry too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. And then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. Naja, das hat er von seinen Saufexzessen. You leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Mike. It was drink that started all this. We'll just have a cup. Settle you down and head back, okay? Okay. Now, there you go, friend. I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Oh, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. Okay, wir tun so, als wären wir ganz cool und wären überhaupt gar nicht hier gesucht. Ich dachte, ich habe hier Kopfgeld. So. Oh, schon wieder in den Saloon. Da habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen. So, bleib ruhig, Kumpel. Komm gleich wieder. Entweder durch die Tür oder durchs Fenster.
So, rück mal was rüber hier. Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. Nur ein Drink, genau. A couple beers, please. You, I don't was want Bier? Die haben hier Bier. None from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Have one for yourself. Thank you. Okay. Micah seemed to know a lot of people. So kann ich nicht trinken. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy okay. stuff. A lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullards. My lord. You men is dull. You leave this fool alone. Leave the fool alone. People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Okay, verschwinde. Just trying to be friendly. Oh. Uh-oh. Das kenne ich noch vom früher. Meine Güte. War das cool. Oh. Fremde Person. Irgendwie ist mir ein bisschen komisch. Das. Okay, das klingt nach einem ordentlichen Kater morgen. Wo ist er schon wieder hin? Och man. Wieso muss ich den. Oh, ich muss mal pinkeln. Oi, mir geht's mir gar nicht so gut hier. So viel habe ich gar nicht getrunken, wie ich pieseln muss hier. Was? Wo ist mein Schwanz? Hallo? Oh mein Gott. Uiuiuiui. Kann ich noch was trinken? Ist er das? Oh. Oh mein Gott. Wo ist er denn?
got the wrong fella. Ich finde ihn nicht. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Mann, sogar die Frau sieht aus wie Lenny. Bisschen hässlich. Meine Güte, Lenny. Oh. Oh. Ist das Lenny? Wow. Wow. Einer geht noch. Einer geht noch. Nur ein bisschen. Komm, zieh ihn raus, zieh ihn raus. Ich will ihn ja nicht umbringen. Oh Gott. Wir sind bei den Schweinen. Oh, mir geht Schweine elend. Boah. Lässt du nochmal alles durch den Kopf gehen, Lenny? Das gibt, glaube ich, einen Abend in der Ausnüchterungszelle. Arthur! You alive, Arthur? Oh mein Gott, mein Schädel! Hast du mal ein Aspirin? Ah, die ist ja noch gar nicht erfunden. What did we do? I don't know. Oh, me neither. Yeah. You pair degenerates. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. Hey, we didn't start a thing. Yes, you did. Well, I don't remember. Either you fools got any money, it's $10 and you're free to walk. Sure. Now, get out of here. I don't want to see you around here no more. Ist ja günstiger wie ein Hotel hier. Wo ist mein Hut? Oh Gott. Ah, Lenny. So. Du siehst scheiße aus. First one was pretty quiet. Du bist ganz blass. Geht's dir nicht gut, Lenny? Yeah, the first one was pretty quiet. At least it took your mind off goddamn Mikey. Well, that's certainly true. I gotta get out of here. I'm just gonna have a little sit down. Feel sorry for myself. Oh, ich muss mich erstmal setzen. Ich kann nicht mehr. Brauch mal ein richtiges Katerfrühstück. Okay, kann ich irgendwas essen oder so? So, dann geht's doch schon besser. So, jetzt brauche ich nur noch meinen Hut. Mein Pferd. Ist hier eine Apotheke oder was?
Ist hier offen? Ich brauche mal Medizin. Aspirin oder so. Hallo? Gum, candies, tobacco. All the good stuff are on the shelves behind my counter. Tonics and medicines are on the table over there. Der hat ja alles. Sogar ein Katalog. Okay, let's see what I want. Was fürs Pferd? Pferdearznei. Nee. Haben wir nicht irgendwas ohne Pferd? Für mich? Okay, ich will das mal mitnehmen. Ich habe ja eigentlich noch ein bisschen sogar ein paar Dollar. Was haben wir noch? Stimulanzen. Ich könnte mich eigentlich ein bisschen stimulieren. Was ausverkauft. Was ist eigentlich das? Kokain? Kaugummi. Ja, für einen Fünfer. Kaufe ich mal Kokain-Kaugummi. Alles klar. Dazu mal wusste man ja nicht, damit es überhaupt... Magenbitter. Ist das auch gut? Alles klar. Ich wäre noch für Kokain. Stimulanzen, warte mal. Kann ich ja noch so umblättern. Vielleicht hat er noch was Härteres, ne? Okay, ich glaube, das reicht. Danke dir. Bist der Beste. Toller Arzt. Was? Hey, howdy, Partner. So, hat das Pferd meinen Hut gesehen? Nö. Hey, ich hab doch gerade gesehen, damit du meinen Hut hast. Jetzt, alles klar. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Was muss ich denn da unten? Das ist neu. Den muss ich noch retten. Okay, ich mache mich auf den Weg, aber ob wir das heute noch erledigen, mir geht's nicht so gut. Oh, tut mir leid. Oh, so, ich glaube, ich hau ab. Ich bin noch nicht ganz fit. Ich habe meinen Wagen hier noch nicht unter Kontrolle. Was? Ich hab doch nur, mein Pferd ist durchgegangen. Ich muss mal weg hier. Ich reite mal hier lang. Wird ja hier überall nur noch gesucht. Das ist ja nicht mehr schön hier. Die haben doch alle was gegen mich. Oh, warte mal. Ich muss den Weg nehmen. So, wie doch letztens habe ich hier dir noch geholfen. Dein Haus ist ja noch nicht fertig. Ich muss aufpassen. Up a steep sandy hill with these two. Alles klar. Habe ich mir schon gedacht. Kopfgeld. Meine Güte. Kann ich jetzt noch mit dir reden oder nicht?
zielen. Ich will die nicht erschießen. Wollte mit ihm reden. Kann doch nicht alle Leute hier erschießen. Wie sieht denn das aus? Sieht aus, als ob ich noch hier Schwerverbrecher bin. So, komm schon. Ich soll den anderen Vogel da aus dem Strawberry-Knast holen. Da müssen wir hier lang, glaube ich. Alles klar, nette Leute. Also, unser erster Vollrausch hier. Nichts Neues für mich. Für Arthur schon. Okay. Das klingt wieder so, als ob ich Alkoholiker bin. So, ich hätte jetzt gerne so einen Kokain-Kaugummi. Das soll ja richtig abgehen, das Teil. Okay, genau, hier machen wir, würde ich sagen, einen Cut. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Da werden wir den Dingens aus dem Knast holen. Alles klar, bis denn, macht's gut, ciao, ciao.